Vielen Dank, Rüdiger, für die nette Vorstellung. Vielen Dank auch für die Einladung. Ich bin dir wirklich gerne gefolgt, weil mir Cavell philosophisch in der Tat am Herzen liegt. Zunehmend habe ich ihn, glaube ich, an mein schwaches, kleines philosophisches Herz gedrückt. Es war jetzt nicht der, vom Zeitpunkt her nicht so ideal, weil ich morgen auch schon wieder, das war schon länger geplant, irgendwo sprechen soll. Deswegen kann ich heute Abend nicht so lange mit Ihnen, mit euch zusammen sein. Das bedauere ich sehr. Aber ich freue mich, hier zu sein und interessante Vorträge und Anregungen mitzunehmen. Ich selber habe auch ein bisschen wieder die Gelegenheit beim Job vergriffen, ein bisschen nachgedacht über die Art, wie ich Cavell heute präsentieren möchte. Und Sie sehen am Titel meines Beitrags All You Need Is Love, worauf das Ganze am Ende zuläuft. Das sind Überlegungen und ich höre gerne, ob diese Überlegungen dann so sind, dass Sie zu mir sagen, weitermachen oder lieber stoppen. Ich stelle es Ihnen gerne vor. Also 1979 erscheint Stanley Cavells voluminöses Werk The Claim of Reason. Erst 2007, fast 30 Jahre später, wird es ins Deutsche übersetzt. Es ist ein Buch, das seine Leserinnen und Leser und nicht nur die, die des Englischen nicht als Muttersprache mächtig sind, häufig ratlos zurücklässt. Zu viele Dinge, so meint man unweigerlich, gehen da durcheinander. Zu viele weit auseinanderliegende Traditionen werden zusammengebracht. Irgendwie ist alles verquer, aber irgendwie doch alles auch sinnvoll oder zumindest stimmig. Der Autor Cavell macht es einem auch deshalb nicht leicht, weil er sich unentwegt in Abschweifungen ergeht, als wollte er Lawrence Sterns Schreibstil von Tristram Shandy oder die literarisch-avantgardistische Technik des Bewusstseinsstroms für die Philosophie des 20. Jahrhunderts fruchtbar machen. Weniger literarisch zugeneigte Leserinnen und Leser finden den Stil mitunter schlichtweg geschwätzig und die Art, Philosophie und das Publikum zu bringen, umständlich. Die Interpretationen, die es anbietet, erscheinen eigensinnig, erscheinen mir eigensinnig im doppelten Sinn des deutschen Wortes als eigen, fremd, aber irgendwie anziehend einerseits, als störrisch und egomanisch andererseits. Im letzten Teil von Cavells Buch, fraglos für mich jedenfalls dem literarisch und wohl auch philosophisch bedeutendsten Teil, findet sich eines dieser ebenso klaren wie rätselhaften Statements, von dem das Buch voll ist. Ich zitiere, Sie kennen es wahrscheinlich, im Angesicht des Zweifels zu leben, die Augen glücklich geschlossen, hieße, sich in die Welt zu verlieben. Denn sollte es eine berechtigte Blindheit geben, dann besitzt nur die Liebe sie. Ende Zitat. Diese Sentenz dient mir als Leitfaden meiner Würdigung Cavells. Und sie führt mich zunächst unvermeidlich zum philosophischen Problem des Skeptizismus und der amerikanisch-romantischen Lösung in einer Philosophie des Gewöhnlichen, mit einem kleinen Seitenblick auf Hannah Arendt, sodann zweitens zu der spezifischen Lösung des Skeptizismusproblems, die mit dem Konkurrenten Gilles Deleuze im Hintergrund der Film bereithält, und schließlich drittens abschließend zur kultur- und popgeschichtlichen Deutung, die Cavells Philosophie als ausbuchstabiertes Echo der Flower Power Bewegung und ihrer Beatles-Hymne All You Need Is Love begreift. Also Punkt 1, Skeptizismus und die Liebe zur Welt. Der Kontext der zitierten Sentenz bildet Ludwig Wittgensteins simulierte Diskussion mit einem Skeptiker, der die Frage stellt, Zitat, aber schließt du eben nicht nur vor dem Zweifel die Augen, wenn du sicher bist? In der englischen Übersetzung klarer ausgedrückt als in Wittgensteins deutschsprachigen Original, but if you are certain, isn't it that you are shutting your eyes in face of doubt? Wittgensteins lakonische Antwort,
Sie sind mir geschlossen. Die Augen sind mir geschlossen. Auch sie klingt im Englischen etwas einfacher. They are shut. Ich glaube, man muss Betonung auf are. They are shut. Cavell interpretiert diese Stelle folgendermaßen. My eyes are shut as a resolution or confession says that one can, for one's part, live in the face of doubt. But doesn't everyone every day? It is something different to live without doubt, without, so to speak, the threat of skepticism. To live in the face of doubt, eyes happily shut, would be to fall in love with the world. For if there is a correct blindness, only love has it. End of quote. Im Angesicht des Zweifels, also im guten Sinn zu leben, heißt nicht ohne den Zweifel zu leben, ohne die Bedrohung des Skeptizismus. Das Verhältnis zum Zweifel ist positiv. Die Bedrohung, die ja nach wie vor ist, wird nicht heruntergespielt oder mit Hilfe der Theorie verneint. Sie wird vielmehr integriert und dieses positive Verhältnis zum Zweifel nennt Cavell hier Liebe. Sie ist nicht die Weigerung, das Negative nicht zu sehen, sondern die Entscheidung, sich ihm zu überlassen und sich ihm überlassen zu müssen. Sie ist hingebende Blindheit. Liebe macht blind, love is blind, sagt das Sprichwort, und Cavell stimmt ihm zu. Denn er hört auf das, was gewöhnlich gesprochen wird. Die Innovation der vom späten Wittgenstein vorgestellten Ordinary Language Philosophy besteht ja in der genauen Analyse sprachlicher Ausdrücke mit Mitteln der Umgangssprache, um auf diese Weise die Philosophie von ihren alten metaphysischen und neuen wissenschaftlichen, sprich logisch-positivistischen Fixierungen zu therapieren. Keine philosophische Denkweise hat das Gewöhnliche so ernst genommen und seine Bedeutung so variantenreich ausbuchstabiert wie diejenige des späten Wittgenstein und, das ist eine dieser eigensinnigen Verknüpfungen, die Cavell erfolgreich vornimmt, die von Ralph Waldo Emerson und Henry David Thoreau. Jene Repräsentanten einer Philosophie des Gewöhnlichen, die man etwas verwirrend, wie ich nach wie vor meine, amerikanischer Transzendentalismus nennt, besser aber amerikanische philosophische Romantik nennen sollte. Ich zitiere Emerson. I embrace the common. I explore and sit at the feet of the familiar, the low. Eine berühmte Zeile. So heißt es emphatisch bei Emerson und Cavell setzt sich ebenfalls bewusst zu Füßen des alltäglich Vertrauten, des Niedrigen und Gewöhnlichen. Freilich geht es auch darum, es zu erforschen, to explore. Und dann zeigt sich, dass das Gewöhnliche nicht nur gewöhnlich ist. Es enthält viel mehr, ganz im Sinne der Romantik, jedenfalls der Romantik, die wir im europäischen, vor allem im deutschen Sprachraum mit den Schlegelbrüdern kennen, dann enthält nämlich das Ungewöhnliche. Seit Hegel und Goethe hat sich zumal im deutschen Sprachraum eine vehemente Kritik der Romantik eingebürgert, die Romantik als Hybris des weltentwerfenden Subjekts und damit als Flucht aus der Wirklichkeit der gewöhnlichen Welt begreift. Cavell bietet demgegenüber eine profanisierte, man könnte fast sagen dialektische, nach seinem eigenen Verständnis eine humanistische Interpretation an, der zufolge Romantik beides ist. Der Wunsch nach dem Außergewöhnlichen wie dem Gewöhnlichen. Mit der Pointe, das Gewöhnliche wie etwas Außergewöhnliches zu sehen. Es geht allerdings nicht so sehr darum, das Außergewöhnliche als etwas Gewöhnliches zu sehen und ihm so seine Besonderheit zu entziehen, sondern umgekehrt eher darum, das Gewöhnliche als etwas Besonderes zu sehen. Sich der Philosophie der Alltagssprache folgend für die Einstellung der Liebe zu entscheiden, und Liebe, das merke ich hier gleich an, ist kein bloßes Gefühl, sondern wie Cavell sagen würde, eine Haltung, eine Attitude oder eine Lebensform, eine Form der Beziehung zwischen Menschen. Das muss man wirklich im Kopf behalten, sonst kommt man in so oberflächliche Fahrwasser. Oder allgemeiner, sich für die Einstellung des Vertrauens zu entscheiden. Und auch hier gilt, es gibt kein Vertrauen ohne Zweifel.
ist von Cavell offensichtlich nicht als simple Forderung gemeint. Es ist vielmehr eine Forderung oder ein Anspruch, ein Claim of Reason unter unwahrscheinlichen Bedingungen. Cavells Formulierung ist vorsichtig, um nicht zu sagen skeptisch. Wenn es, so sagt er, überhaupt eine Lösung gibt, würde es im Konditionalis diejenige der Liebe sein, einer besonderen Form von Vertrauen. Ohne es definitiv zu begreifen, müsste der Skeptiker sich in die Welt, das Dasein, das blinde Faktum, dass etwas ist, verlieben und sich für das blinde, wiewohl nicht zweifelsfreie Vertrauen entscheiden. Er, der Skeptiker, würde dadurch zum wahren, nämlich praktischen Antiskeptiker, der anerkennt, dass die Position des Skeptizismus theoretisch weder zu begründen noch zu widerlegen ist. Cavell bietet freilich keine Philosophie der Liebe. Und es ist ja auch fraglich, ob so eine Philosophie überhaupt wünschenswert ist, denn in der Regel wälzt sie sich ja doch in Plattitüden aus. Die Philosophie kennt freilich, das ist uns allen bewusst, die wir Philosophie studiert haben, von Platon bis Hegel und Lacan, wenn ich Lacan als Philosophen dazurechnen darf, und nicht nur als Psychoanalytiker. Also es gibt Psychoanalytiker, die hören das nicht gerne, wenn man sagt, Lacan ist eigentlich Hegelianer. Aber gut, die Philosophie kennt von Platon bis zu Hegel, Lacan, berühmte Theoreme der Liebe, das heißt in eine Theorie einbezogene Aussagen über die Liebe. Und Cavell am nächsten steht zu diesem Thema, meine ich, Hannah Arendt. Deswegen mein kleiner Seitenblick jetzt auf Hannah Arendt. Wenn es um ein Verständnis der Idee, sage ich lieber, nicht des Begriffs, der Idee der Liebe bei Cavell geht. Auch Hannah Arendt hält sich im wohltuenden Abstand von einer ausgeführten Theorie der Liebe. Man kann nicht einmal sagen, dass die vorliegenden Ausführungen kohärent sind. So schließt sie sich einerseits einer kritischen Sicht der Dinge an, wenn sie die Liebe als weltlos bezeichnet. Denn die Liebe trennt die, die in sie involviert sind, von dem, was um sie herum geschieht. Die ganze Aufmerksamkeit der Liebenden gilt ihnen selber. Andere Menschen existieren sozusagen für das Paar nicht mehr. Es gibt, um den für Arendt zentralen Begriff heranzuziehen, die Pluralität der Menschen nicht mehr für die Liebenden. Und in diesem Sinne gibt es für die Liebenden auch keine Welt mehr. Welt ist der Begriff für den Sozialraum zwischen den Menschen, der sie verbindet und trennt. Es ist der Begriff für einen humanen Zwischenraum, der Interaktivität ermöglicht. Aber Arendt kennt noch eine andere Definition von Liebe. Auf der einen Seite also behauptet sie geradezu kompromisslos, dass aufgrund der inhärenten Weltlosigkeit der symbiotischen, die zwei einheitssuchenden Liebe, alle Versuche, die Welt durch so eine Liebe zu ändern oder gar zu retten, eine, Zitat, hoffnungslose Lüge sind und sich als politischer Kitsch erweisen. Auf der anderen Seite benutzt sie das Konzept der Liebe auch in einem positiven Sinn. Liebe ist dann ein Gefühl, hier doch ein Gefühl, das unsere Zugehörigkeit zur Welt stärkt. Anders gesagt, es gibt eine Art von Liebe, die uns darin hilft, uns in der Welt zu Hause zu fühlen. Arendts Terminus dafür ist Amor Mundi, der Schlüsselbegriff, der zunächst als Titel für jenes Buch vorgesehen war, das später The Human Condition, Vita Activa, im Deutschen berühmt wurde. Die Definition von Liebe, die bei Arendt in diesem Kontext den Status einer Formel erhält, stammt von Augustinus, wiewohl durch einen bedeutsamen Umweg, nämlich über die Interpretation, die Heidegger vorschlägt. Die lateinische Formulierung bei Augustinus, amo volo ut sis, meint demnach, ich liebe dich, ich will dich, wie du bist. Oder genauer, ich will, dass du bist, was du bist. Kurz gesagt, ich will, dass du bist.
In dieser Bedeutung ist Liebe ein Gefühl existenzieller Affirmation. Und ich glaube übrigens, das ist auch die Bedeutung, die für Descartes Ego Cogito bedeutsam ist. Thatness. It's pure thatness. The ego we are talking about. But, oops, sorry, another discussion. Und in dieser Bedeutung, also Liebe als existenzielle Affirmation, ist dieses Gefühl, noch einmal ein Zitat, die höchste Form der Anerkennung, the highest form of recognition. Und als solche abschließender Hinweis, jedenfalls ist es für mich ein willkommener Hinweis, als solche enthält dieses Gefühl, wie Arendt nicht zu bemerken vergisst, ein ästhetisches Element, prominent geworden durch eine Formulierung Kants. In ihrer existenziellen Ausprägung ist Liebe demnach das Paradox eines, Zitat Arendt, Interesses ohne alles Interesse. Ein interesseloses Interesse. Bei Kant hieß es interesseloses Wohlgefallen. A liking without any, what is the English translation, without any, habe ich jetzt nicht mehr parat. Ein interesseloses Wohlgefallen. Also das wäre mein erster Punkt, indem ich die Cavellsche, auf generelle Weise die Cavellsche Antwort auf das Problem des Skeptizismus skizziere in der Formel Liebe zur Welt. Und diese Liebe zur Welt ist eine populäre Formulierung für das, was wir philosophisch existenzielle oder ontologische Affirmation nennen. Das ist das Stichwort für meinen zweiten Punkt, nämlich für den Film. Der Film als eine spezielle Lösung des Problems des Skeptizismus muss eine Art von ontologischer Affirmation bieten. Und ich glaube, das ist die Richtung, in die wir gehen sollten oder könnten, wenn wir Cavell folgen. Also Punkt 2, Film als ontologische Affirmation. Es gehört wiederum zur Originalität Cavells, dass er das urphilosophische Problem des Skeptizismus mitsamt der prekär bleibenden praktischen Lösung in der Haltung einer Liebe zur Welt an einem Phänomen durcharbeitet und ausfeilt, das von der Philosophie des 20. Jahrhunderts eher abschätzig beurteilt wird, unter anderem deshalb, weil es zum erfolgreichsten kulturellen Massenphänomen des Jahrhunderts geworden ist, der Film, das Kino. Ohne europäischen Dünkel begreift Cavell den Film als die adäquate Massenkunst des 20. Jahrhunderts. Ihm gebührt inzwischen fraglos der Ehrentitel, Repräsentant einer Ordinary Film Philosophy zu sein. Man kann ihm als Filmphilosophen derzeit nur ein kleiner Seitenblick, Gilles Deleuze zur Seite stellen. Deleuze gehört zwar weitgehend in den Traditionszusammenhang der europäisch-kontinentalen Philosophie, aber er teilt mit Cavell die ontologisch-affirmative Ausrichtung in der Philosophie wie im Film. So stellt er im zweiten Band seines Buches über das Kino die markante These vor, dass es die Macht des modernen Films nach dem Zweiten Weltkrieg sei, uns, Zitat, den Glauben an die Welt zurückzugeben, to restore our belief in the world, und fügt die Bemerkung hinzu, dass damit ein Glaube an, Zitat, das Band zwischen Mensch und Welt, an die Liebe oder das Leben, Zitat Ende, gemeint sei. Dieses Band ist zerrissen worden durch die dominanten Formen der abendländischen Philosophie und Religion, durch den platonischen Idealismus, die christliche Eschatologie und die kartesianische Epistemologie. Die einschneidende Erfahrung des nationalsozialistischen Vernichtungskriegs erteilt dieser Weltverneinung schließlich, zumindest bei Deleuze, eine gesellschaftspolitische Schlagseite. Aber die Begründung für die These, dass Philosophie und Film den Glauben oder die Liebe an die Welt wiederherstellen können, die Begründung dafür sieht bei Deleuze und Cavell doch sehr verschieden aus. Kurz gesagt lautet Cavells Vorschlag, die Versuche beiseite zu legen, den Skeptizismus theoretisch überwinden zu wollen,
also die philosophische Auffassung widerlegen zu wollen, dass Wissen nicht möglich und dementsprechend der Zweifel zum Prinzip zu erheben sei. Das Erkennen, Knowledge, soll sich vielmehr zurückversetzen in das Anerkennen, Acknowledgement. Da haben wir gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Cavell bietet nun für diese These des Vorrangs der Anerkennung vor dem Erkennen in immer erneuten Variationen einige zentrale Argumente an. Sie orientieren sich gemäß der leitenden skeptizistischen Stoßrichtung an den zwei Rotationspunkten der Anerkennung des sogenannten Fremdpsychischen, also des Alter Ego, und der Anerkennung der Welt. Das sind die beiden Rotationspunkte seiner Argumentation. Plausibel, wie ich meine. Für den ersten Punkt, Fremdpsychisches, wird bei Cavell das Genre der Komödie wichtig, als ästhetisches Antidot zur Tragödie des Skeptizismus. Das ist ein weiterer interessanter Punkt, den man diskutieren könnte. Für den zweiten Punkt, also Anerkennung der Welt, ist ein Argument wichtig, das zuerst Kant entwickelt hat und später von Heidegger und Wittgenstein ausgeweitet worden ist, dass wir nämlich genötigt sind, in jedem einzelnen Erkenntnisakt ein Ganzes, einen Verweisungszusammenhang vorauszusetzen, den wir nicht erkennend einholen können. Dass diese Bedingung der Möglichkeit des Wissens, also im Bereich des Nichtwissens, verbleiben muss. Ich finde das wirklich ein starkes Argument. Cavells Ausführungen, so subtil und variantenreich sie auch sind, und obwohl ich gerade gesagt habe, das ist ein starkes Argument, erscheint mir nicht restlos überzeugend. Sie gewinnen aber, meine ich, an Überzeugungskraft, wenn man den Bezug zu Kant, den er ja selber herstellt, im mehrfachen Sinne, noch mehr herausstellt, als er es selber tut. Film leistet dann eine Anerkennung der Welt, einen nicht-kognitiven Bezug zur Existenz. Anerkennung der Welt, nicht-kognitiver Bezug zur Existenz unter der einschränkenden Bedingung eines ästhetischen Fiktionalismus, wie ihn Kant in seiner dritten Kritik vorgestellt hat. Es ist nämlich die Klammer des als ob, die Einklammerung des ontologischen Realismus im Fiktionalismus, die, scheinbar paradox, ontologische Affirmation ermöglicht. Wenn wir den Weg gehen, diesen kantianischen Weg der dritten Kritik, denke ich, kann man mit Cavell noch mehr tun, als er selber uns schon recht erfolgreich vorstellt. Cavells philosophische Bestimmung des Films als ein bewegtes Zitat, berühmtes Zitat, der Film als ein bewegtes Bild des Skeptizismus, a moving image of skepticism, ist dann so zu begreifen, dass die geschehende Welt, die auf der Leinwand wahrnehmbar ist, für uns als Zuschauer im wörtlichen Sinn unzugänglich ist, ebenso wie umgekehrt für die Figuren des Leinwandgeschehens unsere raumzeitliche Welt unzugänglich ist. Film präsentiert uns als Zuschauern ein Weltgeschehen, zu dem wir zwar imaginär, also in dem Bild, das wir uns in Gedanken von der Sache machen, einen Zugang haben, nicht aber ontologisch, jedenfalls nicht in dem Augenblick, in dem wir diese Welt wahrnehmen. Wir sind als Handelnde aus der Welt des Films ausgeschlossen. Es ist eine Welt, das heißt ein Bedeutungs- und Handlungszusammenhang, in dem wir nicht physisch präsent sein können, der sich zugleich aber darbietet, als ob wir physisch mit all unseren Emotionen, Gedanken und Handlungsimpulsen präsent wären. Ich glaube, das ist die Pointe. Keine Kunstform, nicht die Musik, die Malerei, sicher nicht die Oper, aber auch nicht das Theater und nicht die Literatur operiert mit dieser ontologischen Differenz direkter und erfolgreicher als der Film. Keine basiert so sehr auf der Fiktion des ontologischen Realismus. Das ist wirklich eine Stärke des Films, philosophisch gesehen. Es gibt
andere Gründe, warum man gerne ins Kino geht. Aber als Philosoph muss ich sagen, da haben wir was. Es ist diese Klammer zwischen Fiktion und Ontologie, die die Erfahrung ermöglicht, dass ästhetische Phänomene, vorneweg der Film, eine Anerkennung oder Beglaubigung der Welt leisten. In Kants altdeutscher und sogenannter vorkritischer Diktion gesagt, ich zitiere Kant, Reflexion 1820a, ich habe sie schon so oft zitiert, ist mir fast schon peinlich. Die schönen Dinge zeigen an, dass der Mensch in die Welt passe. Zitat Ende. Und das ist rein ontologisch zu verstehen, nicht ethisch, moralisch oder politisch. Zunächst mal nur ontologisch. So viel zum zweiten Punkt, die filmphilosophische Lösung des Skeptizismusproblems. Mein letzter Punkt geht nun auf die kulturgeschichtliche Interpretation dieses Zusammenhangs von Verneinung oder Umgang mit dem Skeptizismus in einer Philosophie und einer Haltung, die die Welt affirmiert oder die eine liebende Haltung ist. Welcher kulturgeschichtliche Kontext ist da mit zu bedenken? Das ist mein letzter Punkt. Eine Philosophie kulturgeschichtlich oder kritisch-gesellschaftstheoretisch zu deuten, ist natürlich kein einfaches Unterfangen. Solche Deutungen sind entweder trivial oder theoretisch sehr voraussetzungsreich. So könnte man, wäre man Hegelianer, den Stellenwert einer Philosophie im Gesamtzusammenhang, also im System des Geistes, wie Hegel sagt, lokalisieren. Die Philosophie ließe sich also in Parallele zu Kunst und Religion und alles insgesamt als Ausdruck eines zugrunde liegenden Prinzips deuten. Das kann man dann wieder hegel-marxistisch nochmal umdeuten. Ich glaube, diese Paradigmen sind heutzutage nicht mehr erfolgversprechend. Ich glaube, wir müssen die Nachfolge von Max Weber und Talcott Parsons auch insofern antreten, als wir mit der sozialkulturellen Ausdifferenzierung dessen, was wir moderne Gesellschaft nennen, rechnen müssen und demnach Großsphären der Gesellschaft, der Ökonomie und der Kultur als einander zwar indirekt beeinflussende, aber im Kern autonome Sphären sehen. Das, glaube ich, ist der prinzipielle Zugang, den wir machen müssen, wenn wir so etwas wie eine kulturgeschichtliche Deutung von bestimmten Phänomenen, philosophischen in meinem Fall, vorschlagen. In diesem Sinn möchte ich also Cavells Philosophie wenigstens andeutungsweise in einen größeren kulturgeschichtlichen Zusammenhang einbetten und sie mit der Popkultur der 1960er und 1970er Jahre in Beziehung setzen. Es erscheint mir plausibel und theoretisch fruchtbar, seine Philosophie als Ausbuchstabierung jener Art von Popkultur zu begreifen, die als Flower Power Bewegung von Kalifornien aus die Welt, zumindest Amerikas und Europas, sanft erobert hat und die Hymne, also das Eröffnungslied ist natürlich Scott McKenzie, You're going to San Francisco, be sure to wear flowers in your hair, 1967, in einem Song der Beatles. Die Hymne dieser Zeit, denke ich, haben die Beatles komponiert, aufgenommen im selben Jahr, 1967. All you need is love. Ich kann die Beziehung von Philosophie und Popmusik auch mit einem poetischen Begriff beschreiben, einem Begriff Goethes, und sagen, Cavell und die Beatles jener Zeit sind Wahlverwandte, symbolische, zeichenorientierte Weltabsorptionen, die sich bei aller Verschiedenheit ineinander spiegeln. Als stärkste Affinität zwischen beiden, ja, Popkultur und Cavell, zeigt sich, ich komme zurück zu meinem Beginn, die amerikanische politische Romantik. Thoreau und Emerson sind nicht nur Helden Cavells, sondern auch der Hippie-Bewegung. Hier wie dort speist sich die Idee des sich selbst verwirklichenden Individuums aus einer korrespondierenden Idee von Gemeinschaft und Naturverbundenheit. Der zivile Ungehorsam, Civil Disobedience, dient einer besseren, zivileren Form von Zivilisation, die hervorgeht aus jenem Leben in den Wäldern, das Thoreau besingt. Das Verhältnis zwischen dem Einzelnen und der sozialen Gemeinschaft muss, wie Cavell sagt,
eines von Distanz und Nähe, von seine Begriffe Selbstständigkeit und Konformität sein. Wenn Romantik ein neues Verständnis des Subjektiven meint, das heißt der Neuinterpretation der alltäglichen Welt, wie sie durch die individuelle Imaginationskraft weitergetrieben wird, um auf diese Weise die eigene Subjektivität auszudrücken, dann hat dieser Expressivismus die politische Implikation, die die Vereinigten Staaten von Amerika in einem Verfassungsrang erhoben haben. Das Recht jeder und jedes Einzelnen, sich selbst, die eigene Idee von einem guten Leben zu verwirklichen. The pursuit of happiness. Das ist ein, da würde ich sagen, urromantischer Gedanke. Also wenn es das Wort urromantisch im deutschen philosophischen Herkunftssinne gedeutet werden kann. Und philosophisch ist Deutschland noch mehr als England und sicher mehr als Frankreich. Philosophisch ist Deutschland die Quelle für einen Begriff der Romantik und für die Ideen, die wir von der Romantik nach wie vor beziehen. Nicht in der Malerei und nicht in der Literatur. Aber philosophisch, glaube ich, stimmt meine Aussage. Das Konzept der Anerkennung und der Liebe zur Welt, das Cavell in einem epistemologischen, ethischen und ästhetischen Kontext expliziert, darf man also auf der Achse des romantischen Prinzips der Selbstverwirklichung, Expressivismus, getrost als Echo der jugendlichen US-amerikanischen Protestbewegung Ende der 1960er Jahre, speziell als Widerhall der Musik aus dem Summer of Love vernehmen. Philosophie und Popmusik erfreuen sich dann einer rezeptiven Wechselwirkung. Man hört die Beatles anders, logisch, wenn man sie mit Cavell interpretiert. Und man liest Cavell anders, wenn man im Hintergrund die Flower Power Hymne der Beatles vernimmt. All You Need Is Love kommt auf diese Weise zu ganz neuen Ehren. Musikalisch ist der Song gewiss und eher schlichter Art, wohl auch das Resultat der Vorgabe der BBC, für die Fernsehsendung Our World ein Lied zu komponieren, das so einfach gestaltet sein sollte, dass die Zuschauer weltweit, wir sind im Jahre 1967, ja, Englisch als globalisierte Sprache, also die Zuschauer weltweit sie auch ohne viel Englischkenntnis verstehen könnten. Das war die Vorgabe der BBC. Wiewohl Paul McCartneys Bemerkung ebenfalls zutreffend ist, ich zitiere Paul McCartney, I've got a feeling it was just one of John's songs that was coming anyway. Der Hintergrundgesang der wiederkehrenden Liebe, ja, love, 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 abkehrenden, eingängigen, abwärts steigenden Akkorden, klingt unüberhörbar auch wiederkäuend. Er bestätigt ungewollt, dass universalistische Botschaften, Propagandaparolen und Werbesprüche auf die Dauer langweilig sind. Aber, wie so oft im Leben, die interessanten Dinge geschehen in fast unmerklichen Taktwechseln, in musikalischen Anspielungen, etwas schrägen Melodie-Akkord-Überlagerungen oder Einschüben wie den dazwischen schmetternden Bläsern, die klingen wie eine Elefantenkombo aus Walt Disneys Dschungelbuch. Ich meine, ja, All You Need Is Love und dann kommt das ist Walt Disney. Und das ist musikalisch natürlich interessant gemacht, jedenfalls, ja doch, interessant gemacht. So erhält der Universalismus doch Farbe und, was er braucht, Gegenstimmenpotenzial. Vor allem die erstaunlich lange Coda öffnet sich einem bunten Treiben. Ja, haben Sie das noch ein bisschen im Ohr? Ich war immer überlegen, soll ich es mitbringen? Die lange Coda am Ende, in dem Johann Sebastian Bach, Glenn Miller und ältere Beatles-Songs »She Loves You«, »Yesterday« munter gemixt werden zu einem stimmigen Durcheinander, als wäre es das musikalische Gegenstück zu einem Text von Cavell. Am Ende wird so aus der Hymne... Warte. Marseillaise kommt auch vor. Ja, das ist schon der Beginn, ja? Am Anfang, und wird dann wiederholt, wieder eingebaut. Ja.
Am Ende wird es so, also wenn wir genauer hinhören und vor allem die Coda zu Ehren bringen, wird aus der Hymne ein fröhlich lärmender Gesang angetrunkener Partygäste. Sie wird zu einer Musik, die kitschanfällig bleibt und doch ihren eingebauten, untergründigen Zweifel laut werden lässt. Ganz so, wie es aus Cavells Sicht sein sollte. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, Josef, danke. Da liegt dann die Frage nahe, was hörst du, wenn du deine Texte schreibst im Hintergrund? Musst du nicht beantworten. Fragen? Bitte sehr. Was ich über den Menschen und den Menschen fragen wollte, habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie Philadelphia Star gesehen haben im Kino, in dem Flugzeug? Bitte? Ich weiß nicht, Henri Böll fragen wollte. Haben Sie Philadelphia Star gesehen im Flugzeug? Im Flugzeug? Ich will nicht in einem Flugzeug. Okay. Aber dann erledigt es. Aber Philadelphia Star ist trotzdem. Ja, ich würde da weniger streng sein oder viel weniger streng sein. Natürlich ist es klar, nicht? Die Auswahl bestimmter Filme, in dem Fall konzentriert auf die 30er und 40er Jahre, wenn es um die Komödienfilme geht, die bringen es mit sich, dass eine gewisse soziale Situation ins Zentrum geschoben wird. Und das ist die soziale Situation der besser, sagen wir mal freundlich, der besser gestellten Schicht unter den Bürgern eines Staates. Aber die These ist ja, die interessante These Cavells ist ja, dass das Genre der Komödie, wenn es denn eine Screwball-Comedy ist, wenn es denn eine Comedy ist, in der die Verwicklungen zwischen Menschen, meistens ist es ein Pärchen, aber es muss ja nun nicht nur ein Pärchen sein, wie wir inzwischen sagen könnten, in der also die Verwicklungen zwischen Menschen zum Gegenstand der Betrachtung gemacht werden, der filmischen Betrachtung gemacht werden. So ein Genre, ein spezifiziertes Komödien, eine spezifizierte Komödien, ein spezifiziertes Genre der Komödie, das interessiert ihn als Antwort, ja, wir hatten es auch schon vorhin drüber, als Antwort auf die tragische Situation, in die uns der Skeptizismus bringt, beziehungsweise alle Versuche, vorneweg der Descartesche Versuch, den Skeptizismus zu überwinden. In Wirklichkeit wird der Skeptizismus noch verschärft durch Descartes, aus Cavells Sicht. Darauf müssen wir eine Antwort geben. Denn die Situation des Skeptizismus ist lebenspraktisch ja nicht zu halten, lebenspraktisch, gar nicht zu halten. Und wie reagieren wir darauf? Nun, die Philosophen helfen uns hier gar nicht, weil die Philosophen schreiben mehr oder weniger gelehrte Bücher für eine kleinere Schicht, wie Odo Marquardt, der damals dabei war, es ausgedrückt hat, sie produzieren Socken für Sockenproduzenten.
Die Socken brauchen aber Leute, die nicht selber schon Socken produzieren. Und der Film ist natürlich im 20. Jahrhundert, wir sind mitten in einer großen Veränderung, ja, mit dem Internet oder schon länger, der Film war im 20. Jahrhundert das Genre, wo wir die Mythologie, die die Romantiker gesucht haben, auf einem neuen technischen Boden umsetzen konnten. Die neue Mythologie, ja, in der die Gedanken der Philosophie populäre Gestalt annehmen, das aus Cavells Sicht und nicht nur aus seiner Sicht, da bietet sich im 20. Jahrhundert der Film an und besonders, nicht jede Art von Genre, aber besonders die Komödie. Ich würde ihn also wirklich von dieser, wie soll man sagen, sozialhistorischen Einklammerung, würde ich ihn loslösen. Und ich glaube, das kann man auch. Ja, Wir können ja heute Beispiele aus unserer Zeit nehmen. One Fine Day mit Clooney und Michelle Pfeiffer, umwerfend. Eine Screwball-Comedy unserer Zeit, ja. Und es gibt andere, da kann man sagen, hier funktioniert das Cavellsche Prinzip. Ja. Es gibt ja auch von Philadelphia Story schon ein großartiges Remake. Also ja, gibt es auch, genau. Mit Grace Kelly. Und er kam mit Grace Kelly in den 50er Jahren. Und Louis Armstrong und so weiter. Die nächste Remake kann ja dann in einem ganz anderen Milieu spielen, eventuell. Wolfram Eilenberger. Also die erste Frage ist, glaube ich, einfacher zu beantworten. Der erste Aspekt der Frage, es muss eine Blindheit sein, die ich bewusst eingehe. Ich weiß, der Zweifel verschwindet nicht. Und dennoch, oder im Liebesfall, der andere bleibt mir als anderer fremd. Das muss ich anerkennen. Und dennoch schließe ich die Augen, das heißt, ich baue auf ein intersubjektives Verhältnis, das Bestand haben wird, das nicht den Augenblicksschwankungen, sprich skeptizistischen Einwänden unterworfen ist. Das, ich schließe die Augen, heißt, ich habe Vertrauen in diese Beziehung. Ja, das deutsche Wort ist da wirklich gut, weil es eine Beziehung im wörtlichen Sinn meint, geradezu philosophisch. Wir halten eine Relation aufrecht. Ja, unser Sein, das Sein der Liebenden, ist die Beziehung. Wohlwissend, dass dieses Sein verschiedensten Einwürfen ausgesetzt ist und es jederzeit zerbrechen kann. Das ist die bewusste Blindheit, die ich eingehe, wenn ich mich entscheide, Neuropsychologen würden jetzt natürlich mit anderen Argumenten kommen, wenn ich mich entscheide, auch wenn sich etwas in mir bereits entschieden hat, der, die oder keine. Also das scheint mir deutlich. Und das ist auch, da habe ich kein Problem, das zu verstehen und das zu akzeptieren als eine Beschreibung. Indirekt ist jetzt doch, glaube ich, auch der zweite Teil der Frage beantwortet. Das kann nicht auf Dauer Bestand haben. Das kann schon deswegen nicht Bestand haben, weil wir, naja, das sind dann anthropologische Erwägungen, die auch bei Cavell, denke ich, eine große Rolle spielen. Die Erwägungen, dass wir qua Animalrationale eben auch Rationale sind und Erwägungen anstellen, Philosophie entwickelt haben, philosophischen Einwänden ausgesetzt sind, die verschwinden ja nicht, nur weil ich die Augen zumache. Ich muss ja dann immerhin wieder akzeptieren, dass eine Kollegin auftaucht und sagt, aber ich habe jetzt doch ein starkes Argument gegen den Skeptizismus. Okay, zuhören, mal schauen, was dran ist und dann widerlegen. Ich
Also. Herr Brock. Das ist eine ganz kurze Anmerkung. Ja. Also ich nehme das wirklich gerne auf. Danke für diesen Vorschlag. Bis am letzten Satz, wenn Sie sagen, generell die Popmusik zu deuten als so eine Referenz an die Wiederholung, dann nicht. Sie wissen, da gibt es Hard Rock und Punk, das sind andere Formen, die haben andere Genussfaktoren und andere Elemente, die ich unterstützen würde. Aber wenn es um Cavell geht und die Liebe zur Welt, da muss man eine psychoanalytische Variante schlagen, ja, um zu sagen, jeder Punkrocker liebt in Wirklichkeit die Welt. Und zwar ontologisch. Er hasst sie als soziale Erscheinung, aber ontologisch ist er genauso verknallt in die Welt, wie jeder andere es sein muss. Kann man machen, befriedigt vielleicht gewisse intellektuelle Bedürfnisse. Wir sind sehr smart. Aber ich würde, da zögere ich. Aber den ersten Hinweis, das finde ich sehr schön. Das haben Sie schön ausgedrückt. Vielen Dank. Susan. Also erstmal vielen Dank. Das war ein anregender Vortrag. Aber mein Problem ist folgendes. Wenn ich das Lied All You Need Is Love höre, liebe ich die Welt eben nicht. Ich finde es ein grundschlechtes Lied. Und ich höre es so ungern, dass ich die Texte nicht alle im Kopf habe, obwohl ich extrem gutes Gedächtnis für Texte habe, nicht für andere Sachen. Aber wenn es mit Musik gemacht wird, kann ich normalerweise ganz darauf greifen. Die Worte sind bewusst sinnlos. Nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Also man vermutet ein bisschen Acid oder ich weiß nicht was, sonst was dahinter stand. Und deshalb, ich weiß nicht, ob es eine Frage oder eine Anmerkung ist, soweit ich weiß, hat Cavell nie ein Wort über die Beatles verloren, obwohl er über andere Musik geschrieben und gesprochen hat. Das spielt aber keine Rolle. Insofern war der Vortrag ein Cavellischer, weil er würde auch von, ich weiß nicht was, Shakespeare und Descartes und so weiter sprechen, auch mit Shakespeare, die Descartes gelesen hatte. Insofern könnten sie recht haben, dass dieses Lied und die Zeiten sind eine Quelle für ihn. Sicher, das muss sein, also autobiografisch. Ich glaube nicht, dass man diese Zeit ohne die Zeiterscheinungen denken kann. Aber dann müsste ich daran denken, wie politisch problematisch die ganzen Bewegungen waren, beziehungsweise unpolitisch.
also so wie Emerson, Thoreau damals gelesen worden sind, okay, Civil Disobedience, aber eher auf eine zurückgezogene Art und Weise als tatsächlich eine, die auf gesellschaftliche Veränderung hinauslief. Mhm. Und dann ist doch vielleicht ein bisschen die Frage, die wir heute, oder ebenfalls heute tagsüber nicht ausdiskutieren werden, aber vielleicht beim Abendessen ansprechen können, mein Streit mit Omri, ob gerade dieser Bezug zu Beatles und zu der sogenannten Counterkultur doch das bestätigt, was ich bei Clavel inzwischen problematisch finde, nämlich seine merkwürdige apolitische Nase, würde ich sagen. Also mir als, also er hat es Instinkt genannt in dem Zitat, aber ja. Ja, also ich kann das gut nachvollziehen. Es ging mir jetzt weniger als im ersten Vortrag auch um eine politische Implikation. Das einzige politische Moment, das ich betont habe, ist mit den Namen Emerson und Thoreau angedeutet und ich habe es versucht zu bündeln im Begriff amerikanische Romantik. Ich sehe diese romantische Tradition vor allem natürlich in den 60er Jahren, man kann viel diskutieren, das ist richtig, ja. Civil Disobedience, die Bewegungen für die Anerkennung der Schwarzen ist natürlich ein ganz eigener Bereich, aber wenn ich an die Hippie-Bewegung denke, dann sehe ich doch stark diesen amerikanischen, und nicht nur amerikanischen, einfach diese Romantik präsent, die implizit ein politisches Element hat, implizit, auch wenn es nicht nach vorne kommt. Es geht mehr um die Gestaltung des Lebens, das eigene Leben gestalten zu wollen und damit nolens volens einen politischen Impuls auszustrahlen. Denn es ist ja eine politische Entscheidung, was wir, wenn wir uns dazu entschließen, in die Wälder zu gehen und in Abgeschiedenheit zu leben und ab und zu kommen irgendwelche Intellektuelle aus der Stadt und wollen für ein paar Wochen mit auf der Farm leben, dann ist das ja eine Einübung in eine Lebensform, die qua Lebensform einen Kontrast herstellt zu dem, was allgemein gefördert oder gewünscht wird. Also indirekt steckt da so ein politischer Impuls drin und mehr wollte ich nicht betonen. Da ist so dieser indirekte Impuls. Noch eine kleine Bemerkung zu dem Lied selber, All You Need Is Love. Der Text ist, so wie er beginnt, ist natürlich sehr einfach gehalten und ich mag ihn aber dann, wenn er anfängt, wie Sie sagen, sinnlos zu werden. Also er ist nicht sinnlos, er wird unsinnig, in einem guten Sinne unsinnig zu werden. Also man sagt, ja, das ist das Besprechen des Faktums, dass die Liebe eine Beziehung zur Welt herstellt, die immer nur eine Beziehung beschreiben kann, die also immer nur sagen kann, dass ich bin. Augustinus, volo ut sis. Ich möchte, dass du bist. Nicht, was du bist, ist entscheidend, dass du bist. Und dieses Das ist unendlich auszubuchstabieren und die beste Beschreibung der puren Thatness, Quotitas, ist die Tautologie. Und deswegen sind da Tautologien drin. Okay. Ich denke, ja, jetzt interpretiere ich sie natürlich sehr philosophisch, aber das darf ich ja mal, oder? Also so zwischendurch. Ja, wir müssen langsam zum Ende kommen, aber eine Frage will ich selber noch loswerden. Ich habe heute früh im Radio eine Rezension des neuesten Buches von Eva Illouz gehört, das heißt Wenn Liebe endet. Nun kann man bei der Liebe immerhin noch die Idee einer Eternal Love irgendwie verfolgen. Der Film muss aber zwangsläufig irgendwann enden und selbst die Lindenstraße wird irgendwann enden müssen. Und wenn es ein Kinofilm ist, selbst bei Ulrike Ortinger, irgendwann muss man denn doch rausgehen. Das führt mich zu der Frage,
wenn der Film so ontologisch privilegiert ist gegenüber den anderen Künsten, rettet ihn das am Ende wirklich, weil ja irgendwann muss man doch in den Matsch des Winterabends raustreten. Ja, ja, ja. Wie geht man dann damit um? Ich meine, weil dann hast du ja sozusagen in deine Loge schon den Widerhaken eingebaut geradezu. Ja, ja. Da kommt man da noch irgendwie raus. Also, hätte mir das. Ja, ich sehe da auch wieder kein Problem, weil es ist ein bisschen Anschluss an die Frage mit dem Blindsein und kann man das durchhalten. Das geht nur temporär. Ja, im Kino zu sitzen heißt, sich auf lustvolle Weise das Dasein der Welt, das Dasein der Existenz bestätigen. Wenn wir draußen sind, hält dieses, wie wir wissen, psychologisch hält dieses Gefühl eine Weile an, dann geht es wieder in den Hintergrund, es treten andere Dinge in den Vordergrund. Da müssen wir kurz zwischendurch mal wieder entweder zum Therapeuten oder ins Kino, um uns dort zu bestätigen zu lassen, dass wir sind. Dass wir sind. Das ist philosophisch gesehen die Attraktivität und die Antwort auf die Frage, warum wir ins Kino gehen. Und das heißt, wir gehen auch wieder raus, das ist schon klar. Es gibt, ist keine Erlösung. Das kann nicht sein, weil es gibt keine erlösende Antwort auf den Skeptizismus, wenn Cavelli recht hat. Und ich glaube, da hat er recht. Also müssen wir eben eine Balance finden zwischen praktischen Einübungen in den Zustand des permanenten Scheiterns. Also keine Erlösung, aber doch ein therapeutischer Ansatz. Das macht mir also Hoffnung auch gleich auf den nächsten Vortrag von Eike Brock, den wir aber in der Viertelstunde erst haben werden.